Sehr schön, sehr schön. Also, dann können wir mit Walder gleich weiterkämpfen. Das wird lustig. Das wird lustig. Vor allem, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Weil Walder ist nicht der stärkste Held auf dem Erdbeerfeld. Mit Sicherheit nicht. Also da muss ich jetzt wirklich gucken, wie wir das hinkriegen. Von dem her, ja. Okay. Ich kenne die Hügel. So. Oder ich werfe euch den Wölfen vor. Lasst die Trolle nicht jetzt sehen, machen wir das erstmal so. Wir werfen den Westen. Dann das, das, das. Den da. Lawine ist sehr gut. Und dann warten wir noch einen Punkt für die Grabunholde. Wen soll ich denn zum Banner unterstellen? Ich kenne die Hügel. So. Wie machen wir das jetzt? Die da. Speerschleuderer. Die da. Axtschleuderer. Wunderschön. Ach du Kro. Man sieht halt nichts mehr. Nichts mehr. Für den Hexenkönig. Na, bauen wir es doch lieber hin. Baut es stark. Armer muss erstarken. Ich bin bereit. Ehre bedeutet Schwäche. Die Hügel erheben sich. So, ab in die Mitte. Da ist ein Feind. Strömt von den Hügeln herbei. So, und die gehen da hoch und nehmen das ein. Ein Speerschleuderbataillon geht da runter. Eins, zwei, drei. Das ist für uns. Zurück an die Arbeit. Ehre bedeutet Schwäche. Wir haben das Lager des Feindes gestellt. Perfekt. Können wir gleich töten. Wir werfen den Westen nieder. Erobert euer Land zum Siegen. Die sterben. Ich kenne die Hügel. Dann muss ich runter. Hilft nichts. Jetzt gehört das Gebäude uns. Aber die können hoch. Weil ich will die Festung nicht sofort verlieren. Später, wenn man die mal gebaut hat, also ausgebaut, dann ist die Festung echt nützlich. Aber sonst geht's so. Keine Widerrede, ihr Würmer. Greift an, ihr Hunde. Unsere Mühlen werden angegriffen. Der Feind ist zurückgekehrt. Ihr macht, was euch gesagt wird. Greift an, ihr Hunde. Oh wow. Okay, okay. Oh Mann. Das wird jetzt schwierig. Aber wir können nochmal Leute rufen. Wo bist du denn? Hallo. Na komm. Also wir kriegen keine weiteren Punkte, dann holen wir uns jetzt doch das Ding. Der Olifant muss halt weg. Aber den schaffen wir auch sehr gut. Das Schöne ist, der Olifant gibt halt auch massig Kohle. Ne? Ja. Sehr schön. Das wäre jetzt so ein bisschen so hin und her, aber na gut. Beschädigt feindliche Eisgeschosse, Haus der Wehklagen. Sind Rüstungs- und Schadenswert feindliche Einheiten. Das ist sehr nützlich. So. Geld, Geld, Geld. Ich brauche mehr Mühlen. So, wie machen wir das jetzt hier? Erstmal Düsterwolf-Zwinger bauen, der ist nie schlecht. So, und hier müssen wir halt jetzt aufräumen, ne? Das geht nicht anders. Und ich muss demnächst, das ist wichtig, hier eine Halle bauen. Ich würde sogar gern zwei Hallen bauen, aber ich glaube, das geht gerade nicht. Das kann ich nicht... Also ich kann nicht zwei Hallen auf einmal betreiben derzeit.
Das geht nicht. Beweist eure Stärke, ihr Magen! Ihr macht, was euch gesagt wird. Ich bade in ihrem Blut! Erlaubt euch nicht! Lass keine willkommen! Aber ich mach gut Geld. Also der Walder ist schon nicht schlecht. Der macht gut Geld. So, hier nochmal einen Düsterwolf-Zwinger. Und auf der Seite noch einen. Später. Erstmal expandieren wir jetzt nach oben. Solange ich nicht ausbilden kann, weil ich nicht genug Mühe habe, ist in Ordnung. Das ist böse. So, jetzt. Oh! Der Walder stirbt mir. Der muss überleben, weil der ganz viele Leute rufen kann. Der muss überleben, das ist wichtig. Das ist äußerst wichtig. Okay, da ist gerade was ganz was Wertvolles gestorben. Wahrscheinlich dieser eine Held. Ja. Das ist sehr nützlich. Da drüben, Gegner. Nicht schön. Na gut, die machen mir halt immer alle Mühlen jetzt kaputt, ne? Das ist schon klar. Ja, nee, das schaut böse aus. Solange sie mir dauernd die Mühlen zerstören, wird das auch nicht besser werden. Das Blutvergießen hat begonnen. Und ich brauche diese Mühlen, das ist schon wichtig. So, hier noch eine Düsterwolf-Erweiterung. Damit die Festung bald mal fertig steht. Boah, hat der hier viel Zeug. An der Front gewinnen wir. Hier weiß ich nicht, wie das ausschaut. Also das geht schon, der Walder macht schon guten Schaden. Aber so insgesamt gefällt mir das nicht. Gut, dann können wir das ja auch abreißen. So, der Walder ist da natürlich sehr gefährdet. Es könnte sein, dass der jetzt stirbt. Ach ja. Ich würde halt gerne dieses Gebäude wieder haben. Komm schon. Ja. So, Mühle. Ich befehlige die Leibeigene, holen unsere Heimat zurück. Oh, das ist gut, wenn ich den Baumeister töten kann. Das gibt auch gut Geld. Jetzt gehört das Gebäude uns. Nice. Ich warte in ihrem Blut. Die Nährstoffe sind in Gefahr. Haltet eure Stellung, ihr Magen. Lasst die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. Sie greifen aus dem Hexenkönig. Arbeitet für die Eis. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs zu ihr Magen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Das Gebäude ist fertig. Reißt alles nieder. So, mal sehen, ob ich den Baumeister bekomme. Das wäre natürlich super. Plündert ihre Tasche. Der Baumeister wird angegriffen. An die Arbeit oder hier verlieren unser Gebäude. Ich übernehme das Kommando. Unsere Mühlen sind angegriffen. Der ist tot. Den Baum haben näher an der Festung. Ich glaube, das ist besser. Eisgeschosse wäre noch gut, die muss man sich aber auch erstmal leisten können. Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Meine Armee wird kommen. Auf in den Kopf, ihr Masen! Zerstören wir ihr Gebäude. Unsere Gebäude werden angegriffen. Lass die Trolle nicht sehen, dass ihr uns stoßen. Meine Axt sinkt. Sieht irgendwie blöd aus. Die Truppen werden angegriffen. Es sind halt wirklich drei Gegner gegen mich. Und das ist schon sehr krass.
Wahrscheinlich muss ich mich nochmal nach Helms Klamm zurückziehen. Aber ich gebe jetzt noch nicht auf. Das kann man noch gewinnen. Theoretisch. Die Riesen behalten wir mal in der Hinterhand. Verstärkt Festungen und Mauern. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ich muss halt das Geld dafür haben. Und da hapert es halt gerade. Ja, wir verlieren die ganze Zeit Gebäude. Oh mein Gott. König der Könige. Der Feind. Es bringt mir auch nicht, das Heiligtum des Hexenkönigs zu bauen, habe ich das Gefühl. Also es könnte schon was bringen, aber es ist halt so teuer. Ja, ich werde jetzt so langsam mit Mühlen hier so mich kreisförmig irgendwie rausbauen. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, aber irgendwas muss ich ausprobieren. Ne? Oh mein Gott, Drachen. Wie fies. Nee, ihr kämpft nicht gegen die Drachen. Mit Sicherheit nicht. Oh oh, da kommen zu viele Trolle. Ich bade in ihrem Blut. Sie greifen unsere Mühle an, ihr stinkenden Magen. Das da kommt zu viel Zeugs auf mich zu. Ja, und jetzt zerschmeißt er mir alles kaputt. Alles kaputt schmeißen. Dass der das nie rufen kann. Ich habe hier nichts töten können. Wie uncool. Oh Mann, lasst es doch. So, ich kann hier theoretisch eine Lawine machen, aber ich sehe gerade nicht hin. Also geht das gerade auch nicht. Ekelhaft. Schafft er das immer noch mehr? Ich weiß nicht, ob ich das noch rumreißen kann, aber ich glaube, das war's. Ne, das hat so keinen Wert. Der hat zu viel Zeugs. Zu viel! Das ist halt das Ding, der Walder ist schon nicht schlecht. Aber super stark ist er auch nicht als Held, also geht so. Und gegen drei Leute ist halt schon knackig, ne? So, Arthedain. Jetzt speichern wir nochmal ab. Dann machen wir hier die letzte Schlacht. Für heute und dann... Es wird aber auch knackig, Mann. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach zurückziehen sollte. Ah, nee, warte. Wir haben ja hier Helden und alles. Probieren wir's. Komm, scheiß drauf. Im Morgenmir muss eh sterben. Soweit ich weiß. Ja. Also von dem her. Wird schon. Irgendwann irgendwie. Wird schon.
So, jetzt mal schauen, wo sind sie? Ach du große Güte! Aha! Okay, ja, cool, aha, mhm. Danke, ja, natürlich. Ich verstehe. Das war so dämlich, dass ich hier rein bin. Ach du große. Also, ich habe wohl verloren. Geil. Cool. Naja, gut, Morokmir ist wenigstens tot, ne? Das ist doch schon mal etwas. Das war ja furchtbar. Da konnte ich ja gar nichts machen. Wäre mein Held auf Stufe 10 gewesen, hätte das Wort der Macht gekonnt. Okay, aber so, ne. Keine Chance. Was ein Schwachsinn. Ne? Ich kriege auch kein Geld mehr zusammen. Ich werde nie wieder hier Geld bekommen. Nie. Niemals. Ja gut, dann gehen wir halt oben rum. Ah, das wird aber auch nichts, oder? Keine Chance, Mann. Keine Chance. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin faktisch tot. Ich glaube, es könnte passieren, dass ich tatsächlich den Ringkrieg neu starten muss. Ich meine, schaut euch mal an, wie böse das ausschaut. Gut, Helms Klamm kann ich ewig, kann ich easy verteidigen. Das ist jetzt nicht die Problematik hier. Also, sollte ich easy verteidigen können. Mit all den 1000 Millionen Bogenschützen, die ich da habe. Aber, ob ich jemals ausbrechen werden kann? Wenn da fünf brutale KI immer wieder reinrennen? Also, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Jetzt bauen wir erstmal wieder uns schön auf, so wie wir das können. So, das brauchen wir. Ja, das war gut. Die Grab und Holde waren gut. Lawine, ja. Der Wolf, weiß ich nicht. Ich fand den immer so nutzlos. Ich habe mal mit dem... Der ist halt, glaube ich, noch kürzer da als der Balrog oder die Geisterarmee. Ehre bedeutet Schwäche. Stopp. Weiter. König der Könige. Und stopp. So. Dann machen wir hier das Türchen auf. Um sie reinzulocken, können sie alle herkommen. Dürfen sie alle sterben. Baut es stark. Tun sie auch. Schaut euch das an. Die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Bewegung. Arbeitet für die Eisenthrone. Nee, da geht doch nichts. Also ich warte jetzt mal, bis die erste Welle abgeflaut ist. Und dann renne ich raus und töte einfach alles. Beziehungsweise der Walder kann rausgehen und alles töten. Das macht den Mix. Und hier kann ich den Flammzepter-Magier wiederbeleben. Vielleicht später. Oder auch gleich. Das ist dann auch nicht schlecht. Das machen wir dann. So, Walder. Bauen wir sie einfach über in die Mühle hin. Ja, schaut's mal. Das stimmt doch alles weg hier. Wir marschieren in neue Länder. Wir werfen den Westen nie. Deine Armee wird kommen. Ja, deine Armee kommt. Da ist sie. Speere, Äxte, Speere, Speere. Okay. So, den Morokmir belebe ich jetzt nicht wieder. Obwohl, eigentlich sollte ich ihn wiederbeleben. Sollte ich wirklich machen. Ich werde in diesem Let's Play nicht mehr als Dingsbums-Helden, glaube ich, verwenden können. Ich habe einfach nicht genug Geld. Das ist das Problem. Die Hügel, plündert es! Wir dienen der Eis!
Ja, gut, das ist ja. Das sollte. Aha, teleportiert sich auf die Mauer drauf. Das ist auch ein sehr geskillter Baumeister. Gut, hier machen wir jetzt zu. Nur um auf der ganz sicheren Seite zu sein. Ja gut, der braucht noch Übung. Der Flammenzepter Magier, der braucht noch ein bisschen Übung. Oh oh. Okay, vielleicht habe ich es doch geschmissen. Wir geben noch nicht ganz auf. Ich ziehe mich jetzt doch nochmal zurück. Also pass auf, das da, den und dann ab nach Hause. Jupp. Alle nach Hause. Wird doch ein bisschen länger dauern als gedacht, weil ich habe jetzt doch ein paar Verluste mehr abbekommen, als ich eigentlich wollte. Und das gefällt mir nicht. Also machen wir das so nicht. Ganz einfach. Aber irgendwas müssen wir doch hier vernichten können. Wenigstens so ein paar Dinger. So, kannst du hier Schaden machen? Ja, sehr schön. Also der kann da gut leveln. Die sterben alle, aber ich habe ja hinten noch genug. Ne? Wir haben jetzt Bannerträger. Theoretisch. Ich muss jetzt eh mal gucken, ob das so wirklich dann passt. So, Dunkelstahlschmiede wieder bauen. Dann bauen wir noch ein paar Mühlen. Geht nichts mehr. Dann fangen wir jetzt hier mit den Türmen an. So. Hier kommt ein Turm hin. Hier kommt ein Turm hin. Zwei auf jede Seite. Und gut ist. Er ist Feuerball, Bums. Schaffen die das Gebäude noch oder sterben die jetzt tatsächlich noch weg? Wow. Nee, die schaffen es nicht mehr. Krass. Gut, wie auch immer. Ausbilden. Eine Legion der Hügel. So. Wir werfen den Westen nieder. Das. Ich kenne die Hügel. Arbeitet oder ihr werdet Dunkelstahlschmiede, sehr schön. Geht hier noch irgendwie eine Mühle hin? Können wir nichts bauen. Nein? Dann fangt sie mit dem Turm an. Dort kann ich nichts bauen. Lass keinen entkommen. Meine Kraft schwindet. Unser neues Gebäude ist fertig. Er stirbt. Und wird nun wieder aus. So. Die Eisgeschosse machen wir später. Ich will immer noch dieses blöde Gebäude da zerstören. Weiß halt auch gar nicht, was ich jetzt hier noch was machen, bauen und tun soll. Die Dunkelstahlschmiede muss halt gelevelt werden. Aber das braucht ein bisschen. Ne? So, das Gebäude ist zerstört. Sehr schön. Wie viele Gegner haben wir denn diesmal? 3. Statt 2. Ja gut, das ist jetzt erstmal nicht so super, aber das ist super. So. Ich kenne die Hügel. Vertraut mir. Ich vertraue dir. So, bild mal hier noch weiter aus. Ah ja. Kannst du bis dahin zaubern? Nice. Dann kannst du auch bis dahin Feuerball schmeißen.
Oh, der ist blau! Nice! Leider lebt der Prinz Brand immer noch. Jetzt ist er tot. Was war das? Sehr interessant. So, Dunkelstahlschmiede. Perfekt. So, hier bauen wir Türmchens. Sobald wir können. Derzeit geht nichts. Du sollst defensiv stehen. Ja. Und dann hier noch zwei Türme hin. Dann werde ich hier noch zwei Türme hinbauen. Hier noch zwei Türme hinbauen. Aber erstmal machen wir jetzt hier Frostpfeile. Das Schöne ist, der Walder macht halt auch gut Geld, ne? Wenn der hier ist, das ist immer ganz nett. Na gut, da stirbt halt alles weg, das ist das Problem. So, der Riese, der gibt jetzt auch gut Geld. 250, ist doch gar nicht so schlecht. Feuerball gibt auch gut Geld. Eisgeschosse. Ah, Katapulte, richtig. Waldläufer bereit. Reißt alles nieder. Ist sie nicht vorbei. Boah, der haut da wohl gut drauf. So, dann haust du mal ab. Kriegst hier Unterstützung. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Ah, ja. Oh Gott. Mal sehen, wie die sich jetzt hier schlagen. König der Könige. Ich bin verbunden. Wenn der Walder stirbt, ist das nicht so schlimm. Der Flammenzepter-Magier ist, was so teuer ist. Den müssen wir retten. Wahrscheinlich stirbt er jetzt auch, aber dann bauen wir halt neu. Ja, vielleicht überlebt er das sogar. So, hier einen schönen Feuerball, gibt gut Kohle. Ich meine Haarung. So, der ist gestorben. Kommt manchmal vor. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch. Solange sie den Ring nicht haben, habe ich auch keinen Stress, dass ich mich jetzt wirklich beeilen müsste. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Ich bin schon unterwegs. What the f... Was zur Hölle? Aha. Dann schauen wir mal, wie viel Schaden das hier macht. Keinen, aber er kommt näher. Weil das Tor zerstört wurde. Cool. So, Walder ist wieder da. Willkommen zurück. So, da passt doch sicher wieder ein Turm, oder? Das ist kein guter Bauplatz. Ja, dann finden wir einen guten Bauplatz. Ist doch nicht. Also hier geht's, aber hier geht gar nichts. Das ist doof. Wahrscheinlich ist die Dunkelstahlschmiede zu weit vorne. Naja. Wie auch immer. Okay. Ich weiß halt wirklich nicht, was er versucht, aber... Nee, nee, auf Dauer wird das nichts. Spätestens, wenn ich wieder voll ausgerüstet bin und mit meinen Katapulten rausrenne, müsste sich das dann auch wieder erledigt haben. Ja. Und du stirbst schon wieder fast. Meine Güte, der hält echt nichts aus. Aber um Geld zu scheffeln, ist er nicht schlecht. Also das kann er ganz gut. Geld machen. Wir sind die Herren der Wälder. Und ich brauche Geld. Und das ganze Zeug hier ist ziemlich teuer. So. Wir sind hier fertig. Oh, so, der Riese stirbt. Wir
suchen den Feind. Ah, aber nur Ruder und Axt-Speerschleuderer machen Geld. Ah, okay. Und er selbst. Ja. Okay, okay. Ah, das ist wichtig zu wissen. Ah, 3067 ist ein sehr interessanter Preis. So, dann noch zwei Katapulte. Da greifen wir mal an. Eigentlich will ich erst den Flammenzepter-Magier wieder haben, bevor ich jetzt hier noch mehr Türme baue. Ich warte auf die Befehle. Und hier kann ich aus irgendeinem Grund keine Türme bauen. Das ist kein guter Bauplatz. Geht nichts. Darf ich nicht, ist verboten. Schade. Da geht einer hin. Okay. Und hier geht einer hin. Na gut, man muss nehmen, was man kriegt. Ne? Ah nein, hier geht was. Dort kann ich nichts bauen. Ich blute! Arbeite ich bade in ihrem Blut! Eine Legion der Hügel! Kommt die Legion der Hügel noch durch? LOL! Ja, klar, wieso nicht? Ist schick. Ist ja lustig. Jetzt bauen wir trotzdem die Türme, einfach damit wir sie haben. Bilden Walder wieder aus. Wir sind die Herren der Wälder. Der Schatten leitet uns. Der Feind ist hier! Wir müssen sie erneut zurückwerfen. Ja, was will er hier machen? Er kommt halt nicht hoch. Also nicht wirklich. Ja, stimmt. Da stirbt alles weg. Ich wüsste nicht, wie er das noch schaffen will. Durch den Schatten. Wir sind kampfbereit. Sie werden alle fallen. Also er dürfte es nicht, denn der kommt rein und nimmt halt massiven Schaden. Jedes Mal. Fehlt noch ein Katapult? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nein. Gut. Also mit Katapulten sind wir fertig. Mit dem Zeug sind wir auch fertig. Den Walder muss ich nicht unbedingt wiederbeleben, ne? Dafür haben wir nicht genug Rohstoffe. Muss nicht sein. Sollte ich vielleicht, muss aber nicht. Weil der kostet 50 und der kostet auch 50. Dann hole ich mir lieber erstmal den Zepter-Magier. Weil wenn ich den auf Stufe 10 habe und der kann dann sein Wort der Macht, das ist schon richtig mächtig. Wie der Name auch sagt, ne, Wort der Macht. Gut, ich bin bereit rauszurücken. Lasst sie uns vernichten gehen. Zu viel Eis. Eis, Eis, Baby. Arbeitet, oder ihr werdet geknechtet. So, dann noch ein Türmchen. Das Lager stirbt jetzt auch erstmal. Dann schön in Formation gehen und dann rennen wir da runter. Die Formation ist zwar jetzt ein bisschen seltsam, aber das passt schon, weil ich von links auch noch angegriffen werden kann. Das muss dann schon gehen. Gut, machen wir das Tor wieder zu. Tschüss, Nazgul. Auf in die Schlacht. So. Und das müsste doch dann eigentlich passen.
Wo sind meine ganzen Katapulte? Es sind zwei kaputt gegangen. Dann bauen wir halt zwei neue auf. Ist ja auch in Ordnung. Doch, schaut gut aus. Wo ist mein Flammenzepter, Maria? Warte, wenn ich dem... Ja doch, komm, hau weg. Hau weg, ist egal. Ist egal. Wir machen zu. Vier Katapulte habe ich nur noch. Sind da wirklich zwei kaputt gegangen dann, ne? Ja. Mach mal auf, sonst finden wir ja nie raus. Wir müssten den Ring eigentlich haben. Kriegen wir auch. So, Festung zerstört. Das Orks sind tot. Sehr schön. Das nächste Zeug stirbt auch weg. Also noch halte ich mich recht wacker hier, aber es insgesamt weiß ich nicht, ob das so gut ausschaut. So, die Zwerge müssten jetzt demnächst wegsterben. Ich habe einen Plan. Ja, gut. Ein Feind wurde zerschmettert, das ist sehr schön. Dann können wir jetzt außen bauen, oder? Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Magen. Müsst doch passen. Der Feind greift unsere Truppen an. Wir warten auf die Schlacht. Doch. Ah, Katapult geht auch noch. Jo, mach einfach. Feindliche Festung. Machen wir denn die Katapulte? So, Katapult zerstört, das zerstört, das zerstört. Jetzt gibt er wieder auf. Blödkopf. Na gut. Sehr schön verteidigt. Immerhin etwas. Oh mein Gott. Wie soll ich denn das alles schaffen? Vornost. Jetzt passt auf, jetzt speichere ich nochmal kurz. Das können wir verteidigen. Das mache ich noch. Dürfte nicht zu lange dauern. Ich muss halt wieder alles ausrüsten, ne? Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Die Helden hochklatschen und dann mal sehen, wie das wird. Aber okay. So, machen wir erstmal die Türchen auf. Was wir jetzt hier nehmen, ist relativ egal. Zurück an die Arbeit! Wir bauen für die Eisen! Der Tod hat den Feind gesichtet. War auch nicht schwer. So, teleportier dich mal dahin. Ich bin nicht mehr, was ich war. Unser Lager wird angegriffen. Ja, das macht nichts. Lass sie ruhig das Lager angreifen, das dürfen sie gar nicht. Oder ihr werdet geknechtet. So, Dunkelstahlschmiede. Das ist das erste, was ich jetzt hier baue. Können wir nichts bauen. Sie werden hinübergleiten. Hallo? Ich hauch ihr Leben aus. Ich bin die. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Ach, das ist so ein Combo-Angriff. Okay, ich verstehe.
So, wo sind jetzt die ganzen bösen Bogenschützen? Zurück an die Arbeit! Wir verlieren unser Gebäude! Arbeitet für die Eisenkrone! Noch Erinnerung! Die Truppen werden angegriffen! Unsere Gebäude werden angegriffen! Ja, aber das stimmt doch weg, oder? Ich Und tschüss, Nazgul. So, bauen wir weiter. Doch, ich finde, das sieht ziemlich gut für uns aus. Also das kann ich auf jeden Fall noch verteidigen. So, wie viel Schaden macht das? Fast gar keinen. Alles. Habe ich echt nur ein Katapult? Nee, zwei, sehr schön. Dann bauen wir halt noch zwei, oder? Aber erst noch ausbauen. So, wieso haben wir noch nicht gewonnen? Wo hat er noch was? Blödgegner. Ja, das ist nur so ein Dingsbumsgebäude, so ein Schlachthaus. Irgendwo muss er noch einen Baumeister haben. Oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er gestorben. GG. Sehr schön. 61.00. Das ist mal gut. So, ich glaube, ich mache jetzt noch das hier. Ne, das wird nichts. Wie soll ich denn das schaffen, Jungs? Der Hexenkönig ist nicht so stark. Das bringt halt nichts. So, und dann haben wir nur noch die Vornost übrig. Und ich glaube, das mache ich das nächste Mal. Da habe ich jetzt keine Kraft mehr zu. Alter, das ist zu viel. Schaut euch mal an, was da alles drin ist. An Leuten. Das ist ja abnormal. Ich wüsste nicht, wie ich das verteidigen soll. Also Helms Klamm kann ich verteidigen, das geht. Und hier oben Kandun oder wie das heißt, das geht auch. Vornos vielleicht, aber ich habe halt sonst nichts mehr. Ne, das sind die einzigen Territorien, die ich habe. Einheiten, ja, ist nett, aber ich komme nicht raus. Das wird noch schwierig. Also da, sehr schöner Ringkrieg, sehr schöner Ringkrieg. Gut, nochmal speichern zur Sicherheit. Dann verabschiede ich mich hier. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, könntet ihr, falls ihr wollt, dem Video ein Like geben und falls ihr nicht schon habt, abonnieren. Dann seht ihr, wenn ich wieder hochlade, ist jede Woche. Und ja, je mehr Leute in den Kommentaren unten unterwegs sind und auf den Videos, desto größer wächst diese Community. Und vielleicht mache ich dann auch mal so ein Viewer-Stream oder sowas. Also wenn sich da genug Leute dann melden, irgendwo mal an einem Wochenende, jetzt geht dann bald Uni erstmal los. Da muss ich gucken, aber dass man da halt sowas macht und vielleicht mal ein paar 4v4 oder was weiß ich oder gegen KI oder mal einen Ringkrieg, ich weiß es jetzt noch nicht, aber da gäbe es auf jeden Fall Möglichkeiten, wenn ich sehe, ja, Leute wollen das, Leute wollen da mit mir und zusammen auch untereinander was spielen, dann könnte man das mal machen, dann wäre das sicher ganz lustig. Und ich denke mal, je mehr Leute wir einfach werden, desto mehr Spaß haben wir dann auch zusammen, ne? Also, wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann, ciao! Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut! Thank you.